Hi Leute, ich bin's wieder. Ich zeige euch noch ein kostenloses App und zwar heißt das Spiel Poly oder Polywalk. Das ist ja schwer zu beschreiben. Also ihr seid diese Kaulquappe oder ja, ich glaube es soll eine Kaulquappe sein. Ja, könnt ihr hier sehen, mit das kleine Ding. Und ihr müsst ein Ziel erreichen. Also ihr steuert, indem ihr nach rechts und links kippt euren iPod oder euer iPhone. Oh, und ich habe jetzt komischerweise schon verloren. Naja. Auf jeden Fall müsst ihr den Blättern ausweichen und dabei könnt ihr dann diese Früchte einsammeln. Das ist halt natürlich blöd. Und es geht auf jeden Fall, müsst ihr in einer bestimmten Zeit das Ziel erreichen. Ja, und die Blätter, wenn ihr dagegen kommt, die machen euch langsamer. Klappt nicht. So, jetzt zeige ich euch nochmal das zweite Level. Das zweite Level finde ich persönlich schon ziemlich schwer. Also dafür, dass es das zweite Level ist, ist es schon sehr schwer. Also es wird immer schneller und immer, also die Blätter werden immer enger. Ihr habt nur noch kleine Lücken zum Durchschwimmen. Und ihr müsst gucken, dass ihr das Level in der angegebenen Zeit schafft, um weiterzukommen. Na, ich glaube nicht. Na, es piept schon. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffe. Naja. Also, dafür, dass das Spiel umsonst ist, ist es natürlich empfehlenswert, aber das zweite Level finde ich persönlich schon sehr schwer. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach zu blöd bin, um das zu schaffen. Aber, naja, wie gesagt, sehr schwer. Es gibt also hier 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist noch eine Reihe. Da ist noch eine Reihe. Also es gibt jede Menge Level zum Spielen. Option könnt ihr auch noch einstellen. Musik laut und leise machen. Naja. Also, Polywalk, ich persönlich finde es ziemlich schwer, aber für Leute, die die Herausforderung lieben, ist das Spiel bestimmt echt super. Das war's und ich sag tschüss.